Also mein Name ist Urs Köthner, ich bin seit 20 Jahren in der ambulanten Drogenhilfe als Sozialarbeiter, Suchtherapeut tätig und auch im Vorstand von AkzeptTV. Neben mir ist mein Kollege Maximilian Plennert, auch im Vorstand von AkzeptTV und Mitarbeiter des Deutschen Handverbandes. Und wir verleihen heute in Vertretung für den ganzen AkzeptVerband den Josch von Söhr-Preis. AkzeptTV verleiht diesen, das ist der Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und humane Drogenpolitik, zum 8. Mal den Josch von Söhr-Preis. AkzeptTV hat 2005 den Preis ins Leben gerufen, um besonders mutigen Menschen und Personen und innovativen Projekte mit guten Beispielen aus akzeptierender Drogenarbeit und Drogenpolitik auszuzeichnen. Wir wollen damit Zeichen setzen, neue Impulse geben und ein Verständnis für die Bedürfnisse und die Arbeit mit Drogengebrauchern fördern und unserer Forderung nach einer drogenpolitischen Wende mehr öffentliche Aufmerksamkeit verschaffen. Der Namensgeber, Dr. Josch von Söhr, setzte sich schon Mitte der 80er Jahre gegen erheblichen Widerstand aus Politik und Fachwelt für die Substitutionsbehandlung ein und baute in Kooperation mit niedergelassenen Ärzten ein psychosoziales Betreuungsangebot auf. Auch der Aufbau des ersten Hilfsangebots für drogenabhängige Eltern und ihre Kinder ging gegen den zahlreichen weiteren Aktionen auf seine Initiative hin zurück. Diesen Einsatz führte er als Gründer der Hamburger Palette e.V. 1989 war Eltern und ihre Kinder ging gegen den zahlreichen weiteren Aktionen auf seine Initiative hin zurück. Diesen Einsatz führte er als Gründer der Hamburger Palette e.V. 1989 weiter. Es gelang ihm immer wieder, Bündnispartner und Unterstützer in den verschiedensten gesellschaftlichen Gruppen, Politik und Kultur zu finden. Seine zutiefst humane, von Sympathie, Achtung und Toleranz getragene Haltung gegenüber Konsumenten illegalisierter Drogen und die Beharrlichkeit, mit der er zielgerichtet und erfolgreich an der Verbesserung der Lebensbedingungen für Drogengebraucher gearbeitet hat, war für uns beispielgebend und entsprechend namensgebend für diesen Preis. In dieser Tradition, ich will ein bisschen über die Geschichte des Preises erzählen, bevor wir zum diesjährigen Preisträger kommen, in dieser Tradition stehen auch alle bisherigen Preisträger. Da war als erste Preisträgerin 2006 Astrid Leicht von Fixpunkt e.V. Berlin, auch Miss Harm Reduction genannt, für die beispielhafte Umsetzung und innovative Weiterentwicklung akzeptierender Drogenarbeit und hervorragendes, auch internationales Networking in Dienste vom Harm Reduction angeboten. In 2008 bekam Jürgen Heimchen, Vorsitzender des Bundesverbandes der Eltern und Angehörigen für akzeptierende Drogenarbeit, für hervorragende Öffentlichkeitsarbeit im Sinne akzeptierender Drogenarbeit und humaner Ansätze, und den beharrlichen Einsatz für das Ziel der kontrollierten Legalisierung diesen Preis. Der 21. Juli, der als nationaler Gedenktag für Drogentote, geht auch auf seine Initiative zurück und wird inzwischen in mehr als 50 Städten zelebriert und zunehmend auch international. Dr. Harald Hans Körner in 2009 bekam den Preis für seine Arbeit als Oberstaatsanwalt in Frankfurt am Main und in weiteren Funktionen, in denen er mit seiner gesundheitsorientierten Rechtsauslegung einen ganz erheblichen Beitrag zur Etablierung akzeptanzorientierter Drogenhilfe geleistet hat. Dr. Wolfgang Schneider und Ralf Gerlach für INRO e.V. Münster in 2010, welche maßgeblich die niedrigschwellige und akzeptierende Drogenarbeit in Nordrhein-Westfalen und weit darüber hinaus geprägt und vorangetrieben haben und deren Publikationen, Stellungnahmen und ihr umfangreiches Internetportal national wie international hochgeschätzt sind. 2011 ging der Preis an den Hamburger Arzt Dr. Rainer Ullmann für seinen unermüdlichen Einsatz zur Verbesserung der Substitutionsbehandlung. Er verfasst regelmäßig Artikel, in denen er die Prohibition als wesentliche Ursache für das Elend vieler Drogengebraucher anprangert. Darüber hinaus setzt er sich für die von Strafverfolgung bedrohten Substitutionsärzte ein und hat einen Rechtshilfefonds gegründet, den er bei AkzeptTV angedockt hat und seitdem sehr engagiert betreut. 2012 ging der Preis an die Initiative Drug Scouts aus Leipzig für hervorragende Präventionsarbeit jenseits der
absoluten Abstinenzforderung. Sei es im Internet, bei schulischen Veranstaltungen, Musikfestivals oder auf Partys. Ihr Engagement und Ihr Durchhaltevermögen ist beispielhaft und mutig, da Ihre gesamte Arbeit durch die Leipziger Polizeipräsidenten und die Medien massiv unter Beschuss geraten ist, als drogenaffin abqualifiziert und verantwortlich gemacht wurde für ein Wohlfühlklima für Drogenkonsumenten, welches Drogenabhängige aus anderen Regionen und Ländern nach Leipzig ziehen würde und dementsprechend verantwortlich wäre für die Kriminalitätssteigerung in Leipzig. 2013 ging der Preis an Ingeborg Schlusemann für jahrzehntelange konsequente und erfolgreiche Bemühungen um die Verbesserung der Situation von Drogenabhängigen, insbesondere die grenzüberschreitende Arbeit mit Amok Amsterdam und immer wieder neue Ideen für zielgruppenspezifische Angebote bei Stichtingen der Regenbogen Amsterdam und nicht zuletzt für ihr jahrzehntelanges Engagement im Vorstand als Vorsitzende von Akzept e.V. Alle Preisträger haben entscheidende Pulse dafür gesetzt, dass die Entwicklung akzeptierender Drogenarbeit über die letzten 25 Jahre eine Erfolgsgeschichte wurde, welche die Drogenhilfelandschaft entscheidend geprägt hat. Vieles im Bereich der akzeptierenden Drogenarbeit geschehen, bei aller Kritik des Faktischen. Diese positive Entwicklung kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele der heutigen Hilfsangebote nur deshalb notwendig sind, weil die nach wie vor vornehmlich auf Prohibition setzende Drogenpolitik so viele Gefahren und Schäden produziert und potenziert. Noch immer sind die Rahmenbedingungen für Drogengebraucher geprägt von Illegalität, Kriminalisierung, Stigmatisierung, Pönalisierung und Ausgrenzung. Die vorherrschenden Metaphern zum Thema Drogen sind immer noch Krankheit, Elend und Tod und leider nicht Akzeptanz. Viele der sogenannten Drogenprobleme sind eher Drogenpolitikprobleme. Sie haben mehr mit der Prohibition und der gesellschaftlichen Ausgrenzung zu tun und weniger mit den konsumierenden Substanzen und Suchtdynamiken. Die Verbotspolitik ist natürlich nicht umsonst. Sie kostet viel Geld. Geld, das bei der Prävention und Hilfsangeboten fehlt, insbesondere wegen der finanziellen Lage in den Kommunen und den Kürzungen im Sozialbereich. Angesichts der nationalen wie internationalen sozialen und ökonomischen Krise des Drogensystems steht ein Ende der Prohibition auf der Tagesordnung. Das wollen viele immer noch nicht begreifen und manche haben das leider vergessen, insbesondere in der sogenannten Fachwelt. Umso erfreulicher für uns, dass der Verein Palette e.V. seine Jubiläumsveranstaltung zum 25-jährigen Bestehen ganz dem Motto "Ohne Legalisierung geht es nicht" widmet. Das ist doch mal eine deutliche Stellungnahme aus der Drogenhilfe heraus, wie wir sie noch viel häufiger bräuchten. Neben diesem Motto ist es natürlich auch sehr ehrvoll und passend, den Preis bei einer Veranstaltung des Vereines zu vergeben, zu dessen Gründungsvätern der Namensgeber des Preises gehört. Und nicht zuletzt werden genau diese ganzen Aspekte insbesondere demjenigen gerecht, den wir für 2014 als Preisträger ausgewählt haben. Wie kaum ein anderer hat er die Weiterentwicklung akzeptierender Drogenarbeit in den letzten Jahren vorangetrieben und nimmer müde neue Ideen entwickelt und Ressourcen aufgetan, um die Vernetzung von fachlicher Expertise und betroffenen Perspektive zu ermöglichen. Hierbei haben er und seine Institution, für die er steht, sehr häufig den Boden dafür bereitet, eine kritische Bestandsaufnahme der bestehenden Drogenhilfe und Drogenpolitik zu ermöglichen und Best-Practice-Angebote zu entdecken bzw. zu entwickeln. So erfolgreich die Entwicklung akzeptierender Drogenhilfe in den letzten 25 Jahren auch war, ist sie auch mühsames Kleingeschäft, die immer wieder aufs Neue beharrlich erkämpft, erstritten werden muss und oft jahrelange Sisyphusarbeit bedeutet. Wer, wenn nicht der diesjährige Preisträger, steht genau dafür, sich hierfür unermüdlich einzusetzen. Er ist immer freundlich, nett, zugewandt, offen und interessiert. Aber wenn es um die Inhalte geht,
ist er klar und knallhart parteiisch. Immer für die Rechte und Interessen und Bedarfe der Betroffenen, um die es eigentlich gehen sollte, die Drogengebraucher. Das macht ihn nicht immer bequem, aber genau diese Beharrlichkeit ist der notwendige Stachel für die Drogenhilfe, damit sie die Bedarfsorientierung und Interessen der Betroffenen nicht vergisst, bei der Weiterentwicklung oder der Aufrechterhaltung von Angeboten. Dies ist umso wichtiger in Zeiten wie diesen, wo die Ökonomisierung der Drogenhilfe und das davon bestimmte Qualitätsmanagement omnipräsent sind und Haltung und Bedarfe und Interessen der Betroffenen nur noch eine sekundäre Rolle spielen. Bei nahezu allen, wenn nicht wirklich allen, entstandenen akzeptierenden Angeboten und Stellungnahmen hat er maßgeblich mitgewirkt oder sie auch initiiert. Er und seine Institution, für die er steht, ist der wesentliche und verlässlichste Kooperationspartner von Akzept e.V. Seit 1989 ist er Mitarbeiter der Deutschen AIDS-Hilfe, von 1998 bis 2000 als bundesweiter Koordinator des Yes-Bundesverbandes, seit 2001 als Referent und Leiter des Fachbereichs Drogen und Strafvollzug. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht die Prävention von HIV, Hep und Hepatitis bei Drogengebrauchern. Er war jahrelang im Vorstand von Akzept e.V., er ist Mitbegründer des Schildower Kreises sowie des Aktionsbündnis Hepatitis und Drogengebrauch und ist im Vorstand von INPUT, des internationalen Netzwerks of People Who Use Drugs. Die Liste seiner Verdienste ist lang. Hier nur ein paar Facetten aus seiner umfangreichen, engagierten Arbeit, die für uns sehr preiswürdig sind. Seinen beharrlichen und authentischen Einsatz für die Drogenselbsthilfe, dem Yes-Bundesverband, der Zeitschrift Drogenkurier und der internationalen Vernetzung von User-Organisationen. Dass der 21. Juli als nationaler Gedenktag für Drogengebraucher gestartet, inzwischen auch international begangen wird. Vertretung von Patientenrechten und Interessen im Rahmen der Substitution, psychosozialen Begleitung und der Heroinvergabe. Arbeit in Nepal bei der Entwicklung der psychosozialen Begleitung in Methadonkliniken. Meine Behandlung, meine Wahl. Für die Initiierung und die Umsetzung dieses einmaligen internationalen Webportals zur Präsentation von betroffenen Perspektiven. Unermüdlichen Einsatz für die Verbesserung von Haftbedingungen und des Übergangsmanagements für Drogengebraucher. Weiterentwicklung und Förderung von Harm Reduction Angeboten, wie in der Drogenkonsumraumarbeit, Safer Use Angebote, Test-It, Schnellverfahren für die HIV- und Hepatitis-Testung in der niedrigschwelligen Drogenhilfe, Naloxonvergabe, Drug-Checking, hervorragende Netzwerkarbeit und zur Verfügung stellen von Ressourcen für die internationale Weiterentwicklung von Harm Reduction Angeboten und Alternativen zur Prohibitionspolitik. Für seine Öffentlichkeitsarbeit und zahlreichen Publikationen, an denen er maßgeblich mitgewirkt hat, die häufig sehr praktisch im Arbeitsalltag einsetzbar sind oder die richtigen Fragen aufwerfen und Lösungswege aufzeigen, beispielhaft sei hier nur auf zwei hervorragende Veröffentlichungen hingewiesen. Der alternative Sucht- und Drogenbericht, den Akzept mit der Deutschen AIDS-Hilfe und dem Yes-Bundesverband in diesem Frühjahr herausgegeben hat, oder auch die in 2012 vom Yes-Bundesverband entwickelte Broschüre Empfehlung zum Umgang mit Substitutionsmitteln im Haushalt mit Kindern und Jugendlichen. Diese Broschüre fand reißenden Absatz und niemand zuvor hatte diesen doch eigentlich naheliegende Gedanken. Ach ja, was für mich als naheliegendstes ist, habe ich eigentlich fast vergessen. Er ist auch im Vorstand von Vision e.V., den ehemaligen Junkie-Bund in Köln, der seit über 25 Jahren Drogenselbsthilfe praktiziert und inzwischen selber etablierter Drogenhilfeträger ist und zwei niedrigschwellige Anlaufstellen, PSB und BEWO, anbietet. So etwas wie das Praxisprojekt des Yes-Bundesverbandes. Hier werden nicht nur Angebote für Betroffene gemacht, sondern sie führen sie auch selber aus und gestalten sie maßgeblich selber. Hier lassen sie sich von Fachkräften unterstützen und ich selber habe das Glück, seit 2 Jahren an diesem bundesweit einmaligen Projekt mitarbeiten zu können und habe trotz 20 Jahre Erfahrung in der Drogenarbeit noch eine ganze Menge dazugelernt.
Im Mai 2015, wahrscheinlich am Donnerstag und Freitag vor Pfingsten, werden wir dann unser 25-jähriges Jubiläum gemeinsam feiern in Köln. 25 Jahre Akzept, 25 Jahre Yes e.V. Und 25 Jahre Vision. Gleich 75 Jahre Widerstand. Also ihr seid alle herzlich eingeladen zu diesem Jubiläumsveranstaltung. Ihr könnt auf unseren Internetseiten demnächst das Programm sehen. Es soll ein zweitägiges Programm sein. Und dreimal dürft ihr raten, wer wieder maßgeblich daran mitarbeitet. Natürlich wieder mit unserem Preisträger zusammen. Es freut uns außerordentlich, im Namen von Akzept den Josch von Söhr-Preis 2014 an unseren Freund und Kollegen Dirk Schäffer von der Deutschen AIDS-Hilfe zu verleihen. Du wusstest es, also für den Dirk hat das jetzt nicht so eine große Bedeutung, aber es gibt natürlich immer eine Urkunde, es gibt das Wahrzeichen von Akzept, unser Zähnrädchen, was ineinander greift. Und natürlich gibt es für ein Jahr lang den freien Zugang zu allen Publikationen und Kongressen von Akzept, die der sowieso hat, weil er immer dran mitwirkt. Also für ihn ist das jetzt nicht so das Besondere, aber die Ehrung kommt trotzdem an. Also, herzlichen Dank, lieber Urs, herzlichen Dank, lieber Max. Liebe Kollegen und Kollegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wollte ich sagen. Sie erleben mich ein Stück weit überrascht. Ich habe zwar heute Vormittag dann doch davon erfahren, dass ich heute hier in Hamburg den Josch von Söhr-Preis kriegen soll. Es hat aber nicht mehr gereicht, um tatsächlich noch eine Rede vorzubereiten. Vielleicht ist das ganz gut so. Ich mache es jetzt einfach aus dem Stegreif. Es ist mir eine besondere Ehre, ich kann sie überhaupt nicht sehen, weil ich dauernd in dieses Licht blicke, ich komme mal hier hin. Es ist mir eine besondere Ehre, den Josch von Söhr-Preis hier in Hamburg bei der Veranstaltung des Vereins Palette entgegennehmen zu dürfen. Nicht nur, weil er von meinen Freundinnen und Freunden von Akzept kommt, sondern auch, weil er den Namen eines Mannes trägt, den ich noch kennenlernen durfte. Ich habe vor 16 Jahren in der Deutschen AIDS-Hilfe angefangen zu arbeiten und damals war Josch Mitglied des Fachbeirats. Und als ich die Aufgabe der Referatsleitung für den Fachbereich Drogen und Strafvollzug übernahm, hatte ich die Gelegenheit, mit Josch noch 2 Jahre zusammenzuarbeiten im Fachbeirat. Ich habe in der Zeit viel von ihm gelernt, habe ihn sehr geschätzt und auch lieb gewonnen. Vielleicht ist so eine Gelegenheit wie heute, die einem nicht so oft zuteil wird, die Möglichkeit, Danke zu sagen. Und danke an die Kolleginnen und Kollegen, die mir vor 20 Jahren, als ich eigentlich noch frisch in der Substitution war, den Einstieg in die Yes-Arbeit ermöglicht haben in Bonn, um die Füße mal wieder auf die Erde zu kriegen, um mal Luft zu holen. Und auch letztendlich von der Straße wegzukommen. Ich habe dann nach einigen Jahren in der Drogenselbsthilfe die Chance bekommen, auch ein bisschen glücklich, ich war zum richtigen Moment an der richtigen Stelle, bei der Deutschen AIDS-Hilfe, damals die Krankheitsvertretung für meinen Freund und Kollegen Robert Böhm zu machen. Robert ist dann wenige Wochen danach verstorben. Und letztendlich habe ich mich auf die bundesweite Koordination in der Deutschen AIDS-Hilfe für das Yes-Netzwerk beworben und habe die Stelle bekommen. Damals eigentlich schon sowas, für mich zumindest, ein bisschen was wie Goldstaub, eine hauptamtliche Anstellung bei einer Bundesorganisation zu bekommen. Schließlich bin ich als Seiteneinsteiger reingekommen und habe nicht Soziales, kein Erzieher gelernt, sondern habe einen Realschulabschluss und habe anschließend Schlosser gelernt. Die größte Überraschung war dann, nach 2 Jahren, als die Geschäftsführung der Deutschen AIDS-Hilfe mich fragte, die Nachfolge von Gundula Barsch anzutreten als
Referatsleitung in der Deutschen Aidshilfe. Viele oder einige von Ihnen und von euch kennen Gundula vielleicht noch. Eine große Bürde und eine hohe Last. Man hat es mir recht einfach gemacht. Ich sitze noch heute auf der Stelle. Dafür bin ich sehr dankbar, dass auch die Kolleginnen und Kollegen in der Deutschen Aidshilfe im Bundesverband, ein Verband mit 130 Mitgliedsorganisationen, den Mut hatten, zumindest ein Nicht-Wissenschaftler und Nicht-Akademiker, sondern ein Drogengebraucher auf so eine Stelle zu setzen. Ich glaube, das hat viel Mut erfordert. Ich hoffe, ich habe all das, was Sie in mich gesetzt haben, erfüllt. Vielleicht ist es auch die Zeit, wenn Sie es mir erlauben, einen Wunsch zu äußern. Ich bin damals in die Drogen-Selbsthilfe eingestiegen mit dem hehren Ziel, dass es vielleicht anderen Drogengebrauchern besser geht wie mir und vielen anderen Drogengebrauchern auch noch heute geht. Das Ziel ist nicht vollständig erreicht worden. Wir haben viele Teilschritte erreicht, aber die Grundlage und die Ursachen dessen, warum es drogengebrauchenden Menschen so schlecht geht, sind leider immer noch unverändert. Und aus meiner Sicht heraus ist die Prohibition und das Drogenverbot, was immer noch im Mittelpunkt auch der heutigen Drogenpolitik steht, dafür verantwortlich, dass viele tausend Ihrer und unserer Klienten und meiner Freunde sterben mussten. Daher ist es mir ein besonderes Anliegen, Sie und euch dazu zu ermutigen, den drogenpolitischen Bezug eurer Arbeit in den Einrichtungen nicht zu vergessen. Ich glaube, wenn nicht die Drogenhilfe nicht nur in der Verhaltensprävention wirkt, sondern insbesondere in der Verhältnisprävention, also in der Veränderung der Verhältnisse, in denen Sie und insbesondere Ihre und eure Klienten leben, dann wird sich, glaube ich, auch mittelfristig nichts verändern. Wir brauchen neben Akzept, neben der Deutschen Aidshilfe und neben Yes starke Stimmen aus vielen Städten und Regionen aus der Drogenhilfe, die alle gemeinsam gegen die Illegalität von Drogen und die Illegalisierung von Drogengebrauchern ankämpfen. Das wäre mein Wunsch an Sie, wenn Sie in Ihre Einrichtung zurückgehen, mit Ihrer Geschäftsführung oder vielleicht sind Sie glücklicherweise die Leitung, den Schwerpunkt oder einen Schwerpunkt im nächsten Jahr auf die Verhältnisprävention zu legen, nämlich auf die Veränderung der Verhältnisse in Ihrer Stadt. Vielen Dank.